Servus, meine Freunde, Brandy ist hier und willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Blatt Grün. In der letzten Folge waren wir hier stehen geblieben bei dieser netten lieben Dame, die uns hier refreshen wird die ganze Zeit über, so oft wir wollen, und die wird uns noch so ziemlich den Arsch retten. So, als nächstes wird unser Monkey und dann unser Funke 36. Wer braucht noch mehr? Super Anordnung. Dann wird unser Pikachu doch als letztes 36. Naja, was soll's. Haben wir sonst noch irgendwas zum Aufmachen? 9. Stockwerk müsste das sein. Genau. Zack, Türöffner, hat alles entriegelt. Besitzt du was? Hilf, ich hab Angst. Nein, du besitzt natürlich nichts. Hier war auch nichts mehr, ich glaube, ja. Hier war nur noch der Boss, oder? Genau. Dann fangen wir mal an mit der Teleportersuche. Zack, da kommen wir in einen Bereich, da waren wir also noch nicht. Siehst du? Habe ich's doch gewusst. Power Punch. So, als nächstes. Ach, sieh eine Andama, noch ein Gegner. Zack. Brandy findet Protein. Diese Rüpel haben die Kontrolle in diesem Gebäude übernommen. Der Boss sagt, dass er auch nach starken Pokémon sucht. Ich hoffe, dass unsere Pokémon auch kommen. Haben wir hier sonst noch was zum Öffnen? Ah, da haben wir diesen Freak und... Ah, gut. Zoomen wir mal weiter. Hier haben wir alles geöffnet. Okay, haben wir hier noch irgendwo einen Teleporter? Ja, nur noch hier hinten. Ah, ne, überhaupt gar nicht mehr. Okay, das ist natürlich ziemlich, beschissen. Bescheiden, sagen wir es mal so. Probieren wir es mal. 8. Stock. Zack, zack. Zack. Dun, 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 dun. Mir wurde gerade geschrieben, dass... Oh ja, also... Ja, da war halt einer einen Kuchen backen wollen bei mir. Und hat halt gemeint, ja, ich brauche jetzt kurz Zeit, weil ich muss halt einen Kuchen backen. Und nach ungefähr 10 Minuten, ich bin fertig. Und ich wollte halt gerade in der Zeit nochmal hier... ich wollte hier gerade dann noch fertig aufnehmen, eine Folge noch oder so für heute. Und beziehungsweise für jetzt, weil später nehme ich dann wahrscheinlich wieder auf, 2-3 Folgen. Und jetzt schreibt mir dann nach 10 Minuten, dass hier alles bereits fertig ist. Und ja, muss ich gerade ein bisschen klären. Tut mir leid, dass ich nebenbei ein bisschen schreibe. Probieren wir es mal mit Thunderblitz. Ein bisschen Donnerblitzen. Okay, gut, es klappt. Pikachu könnte, wenn... Natürlich muss das passieren. Das würde ja sonst einfach zu einfach sein für uns. Dass man da einfach mal... Und dass man da einfach mal... Einfach mal hier schön einen richtigen... durchhaut. Nee, das darf natürlich nicht sein. Macholo, Macholo, oh Macholo, oh, oh Macholo, Macholo, oh Macholo. So, ich glaube, das war der Fa- ja, ich wollte eigentlich Ling aufrufen, aber naja, was auch sonst. Ah, ich wollte eigentlich, oh, wobei, das ist eine gute Attacke dagegen. Sehr schön. So. Alles klärchen. Jetzt haben wir alle Level 36. Das freut mich jetzt gerade irgendwie.
Jetzt lachen wir noch mal kurz zurück und wir haben gerade ein wir sind so, jetzt sind wir auch wieder aufgetankt und können Direktomatico weiter. So, als nächstes werden wir Fackel an die Front setzen und schauen uns mal an, wohin uns der Weg so führt. Aha, sieh mal einer an. Wen haben wir denn hier? Was hat dich aufgehalten, Brandy? Haha, ich wusste, du würdest hier vorbeikommen. Ich schätze, das Team Rocket hat dir ganz schön zugesetzt. Ich habe dich in Saffronia City gesehen und mich gefragt, ob du seitdem besser geworden bist. Ja, ich bin definitiv besser geworden. Die Frage ist, bist du besser geworden? Wen schickst du mir in den Kampf? Ein Tau-Boss hast du mittlerweile auch, okay? Probieren wir es mal mit Steinhagel. Bam! Das ist sehr effektiv. Zickzack. Bazinga. Ach komm, leck mich doch. Das musste doch nicht sein, Mann. Man hätte diesen Kampf auch ohne irgendwas zu... Ach komm, leck mich doch fett. Ein Turtok setzt der ein. Ja, Kumpel. Da habe ich jemanden für dich. Der setzt dir ganz schön zu gleich. Ja, der ist gerade 36. Ah. So. Fackeln 40. Das ist eine andere Hausnummer. Meine Pokémon sind alle Level 36. Die sind natürlich... Oh. Naja, aber es könnte immer noch ein bisschen was nützen, hoffe ich. Das müsste auch was... Oh fuck, selbst eine Superattacke ist nicht so ganz effektiv. Ja, genau! Egal. Dann wird's halt der nächste komplett fertig machen. Oh man, außer er nutzt jetzt noch... Bitte mach mich nicht fertig. Naja, doch, war klar, dass er das fertig macht. War klar, dass er es fertig macht. So, wen können wir denn dann hinschicken? Machen wir Monkey. Der ist der schnellste. Der macht einmal kurz einen Durchbruch. In der Hoffnung, dass es reicht. Nein, reicht nicht. Ist immer so hart, dass er mir fast die Hälfte des Lebens nimmt. Fuck, man. Aber er bringt halt massig Erfahrung. Oh wei. Oh wei, oh wei. Ich habe nämlich ein Flammen-Pokémon. Da hast du leider verschissen, Kumpel. Flammenwurf. Oh, ich glaube, unsere Fackel erreicht noch Level 37 in diesem Kampf. Und das bedeutet, dass das gemeinsame Level auf 37 ansteigen wird. Simsalabim. Simsalabim ist natürlich ein extrem starkes Pokémon. Kein Zweifel. Und das muss schnell beseitigt werden. Weil bevor der wieder anfängt anzugreifen, wenn er so ein Ding gemacht hat, das muss schnell beseitigt werden. So, weg mit dir, komm. Fuck. Aber er hat nur die Verteidigung erhöht. Nicht die Spezialverteidigung. So. Er überlebt trotzdem. Okay, probieren wir es mal damit. Bam, Digga. Ah, oh, ist schön. Level 37 hat unsere Fackel erreicht. So, als nächstes kommt ein Fükano. Ja, so wirklich irgendwas Effektives haben wir da ja eigentlich nicht so. Außer wir hauen einfach mal Monkey rein, der wird dann eh zerfressen. Von der Sea-Attacke und von Fukanos Angriff. Von daher ist das eigentlich recht egal. Hauptsache wir setzen
einmal einen Durchbruch durch und zerbrechen damit quasi den Reflektor Flammenrad. Das ist, schon eine tolle Attacke, muss man sagen. Muss ich ehrlich sagen, gefällt mir. Oh, der Seher trifft mich nicht mit dem Scheiße. Ich habe gedacht, das könnte vielleicht... Vielleicht könnte ich... Ich lasse mal Ling den Kampf beenden, weil ich denke, das trifft Ling nicht so stark, oder? Oh doch, das hat doch schon einiges noch genützt. Aber ist egal. Den Kampf haben wir für uns entschieden. Recht froh darum. Und ja. Mann, du bist so gut, dass du gegen den Rocket Boss antreten kannst. Ja, das weiß ich. Also Brandy, ich ziehe dann weiter. Wenn ich den Pokédex sehe, erkenne ich, wie stark die Pokémon sind und wie sie sich entwickeln. Ich werde zur Pokémon-Liga gehen, dann werde ich die Top 4 ausstechen. Bald bin ich der mächtigste Trainer der Welt. Viel Glück, Brandy. Und trainiere schön weiter. Ciao. Du bist kein Rocket. Kommst du, um uns zu retten? Klasse. Vielen Dank. Nimm dieses Pokémon als Dankeschön. Lapras. Oh, es heißt, Lapras ist ein sehr intelligentes. Hat bisher bei uns im Labor gelebt. Aber bei dir ist es besser aufgehoben. Du wirst Lapras sicher ein guter Trainer sein. Es ist ein guter Schwimmer und kann dich übers Wasser tragen. Und genau das ist der Grund, wieso wir Lapras ins Team nehmen werden, anstatt Aquana. Dass ich da nicht früher drauf gekommen bin, da hätten wir uns bestimmt einen halben Part sparen können. Oh man. Alles kläre, mein Bärchen. Dann werde ich jetzt noch. Wollen wir jetzt tatsächlich den Rocket Boss noch in diesen Part mit aufnehmen? Ich bin mir nicht so sicher. Wir werden uns auf jeden Fall bis vor den Rocket Boss kämpfen. Wir werden jetzt aber auf jeden Fall erstmal unsere Fackel austauschen. Genau, und dann ist das der letzte Kampf davor. Halt, keinen Schritt weiter. Und nach diesem Kampf werde ich diesen Part beenden. Und dass wir unseren Monkey genommen haben, war keine schlechte Wahl. War wirklich keine schlechte Wahl. Weil das gibt jetzt für Dragosso auf die Fresse. Und zwar mit Karacho. Super duper. Bam, bam. Kazam. Alles klärchen, mein Bärchen. So, als nächstes wird ein Traumato eingesetzt. Dann werden wir unseren Monkey jetzt auch mal auf 37 leveln. Man weiß nie, wozu das gut ist. Man kann das immer gebrauchen. Seht ihr selbst mit einem nicht effektiv und zack. Ja, steigere nur deinen Angriff. Mir im Prinzip Wayne Rooney, du bist jetzt besiegt von mir. So. Alles klar. Noch ein Pokémon und das ist ein Knogger. Ich denke mal, das wird so 3 oder 4 Durchbrüche überleben, weil ein Knogger ist schon ein zähes Ding, denke ich mal. Ah, wobei 3 werden's. 3 Stück werden's. So, 3 Angriffe werden es. Und dann wäre quasi dieser letzte dieser Kämpfe auch noch vom Tisch. So, und dann werden wir jetzt noch ein letztes Mal unsere Pokémon heilen gehen. Ich weiß, das ist ja elendig. Aber. Glatte 100 KP. Geil übrigens. Ich möchte das einfach getan haben. Alles klar. So, dann haben wir auch unser Rasaf auf 37 gebracht. Als nächstes machen wir Taubos auf 37. Okay. Das müsste hinhauen in der nächsten Minute oder so, dass wir da fertig werden damit. So, zack, 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 zack. Ja, ich möchte mich ausruhen. Dann bedanke ich mich bei für eure Aufmerksamkeit. Hoffe wie immer, dass euch dieser Part gefallen hat.
Wenn ihr Anregungen habt, was ich fangen soll oder so, schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin für alles offen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Part, wenn es darum geht, die Sylphscope fertig zu machen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dahin, euer Brandy Chosen.